Wähle deine Rolle. Also, da ich ein Anfänger im Spiel bin und gar nicht genau weiß, worum es geht, will ich erstmal Kid. Oh, will ich die Stealthy oder die Hungrigen? Oder der Kämpfer? Ich glaube, ich bin eins von den hungrigen Kids. Dann haben natürlich Chips von Lays. Oh, die Classics. Perfekt. Umzugtruck. Oh ja, ich will mit in den Umzugtruck. Wohin ziehen wir denn um, Leute? Leute, wohin ziehen wir um? Leute, das Spiel enthält blinkende Lichter. Okay, Leute, falls ihr epileptische Anfälle kriegen könnt, dann nicht hingucken, sobald die blinkenden Lichter kommen. Oh mein Gott, der Umzugtruck, der fährt los. Oh, sie hat es doch reingeschafft. Ich wollte gerade sagen, nein, Mandriga, du schaffst es nicht mehr. Ich weiß nicht, worum es geht in diesem Spiel, aber ich bin sehr gespannt. Warten auf das Laden der Spieler. 0 von 8. Oh mein Gott, und da unten ist der Umzugtruck. Cracky, 4 Geschenke. Ich liebe diese halbdeutschen Übersetzungen. Ein Roblox-Story-Spiel. Yeah! Dann schauen wir uns dieses Roblox-Story-Spiel mal an. Wir gehen rein in dieses wunderschöne Haus hier. Da ist eine Katze, ich schlag sie. Hallo! Willkommen zu deinem neuen Zuhause. Yay! Oh, die Katze hat mich gekratzt, Leute. Oh. Wer ist meine Mama? Wer von euch ist meine Mama? Ich will weinen. Meine Mama ist bestimmt oben. Die Katze war gemein zu mir. Mama? Dann geh ich zu Papa. Papa? Papa? Ich will die Katze nicht mehr. Die hat mich gekratzt. Schmeiß die raus. Klick auf Gegenstände, um mit ihnen zu interagieren. Da ist ein Apfel. Gegessen. Noch was drin? Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Oh mein Gott, ein Keks. Ich klick hier auf den Safe. Die Kombination ist natürlich 1, 2, 3, 4. Nein? Okay. Leute, ihr habt den Safe kaputt gemacht. Das blaue Zimmer gehört mir. Guckt mal, ich trage das blaue T-Shirt. Raus aus meinem Zimmer. Das ist mein Zimmer. Er hat die Kellertür aufgeschlossen, aber es ist dunkel. Ey, was macht er denn im Keller? Egal. Oh, in meinem Zimmer ist noch gar nichts drin. Mein Computer ist noch nicht da. Oh, Geld. Nice. Und hier versteckt sich, glaube ich, jemand unterm Bett. Oder wie darf ich das... Das Bett von jemand anderem. Okay. Dann gucke ich auch mal in die Schubladen von jemand anderem. Roblox, Conny. Ah. Ich kann jetzt nicht schlafen. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Wir brauchen ja bestimmt Licht. Auch kann ich die Lampe hier einfach mitnehmen? Beim Keller ist es ja dunkel, hieß es. Ich kann mich auch aufs Klo setzen. Nee, ich kann nur spülen. Ah, ich sitze im Klo. Ich habe Klopapier angeklickt und es wird dunkel. Nein. Was ist passiert? Setz dich an den Tisch. Oh, Abendbrot. Na gut. Dann halt Abendbrot mit meiner Familie. Hallo, Papa. Hallo, Mama. Oh Gott, die Katze. Kaktela. Ah, Kaktela. Was hieß nochmal Kaktela? Das war eine Frage. Minje. Svenazatliert, please. Warum sprechen alle Russisch? Nom, nom, nom. Erst ein Cookie zum Abendessen. Ah. Oh, wie gut ich essen kann. Oh, klingt mal. 97 hat die Tür geöffnet. Yeah! Es ist der Pizzalieferant. Woohoo! Oh, das ist ein tolles Spiel. Und ich kann weiter Chips essen. Oh nein, jetzt habe ich Chips gegessen und die Pizza ist... Oh. Ich will trotzdem Pizza essen. Ah, geil. Einfach mal ein bisschen Pizza. Kann ich die Pizza in den Ofen schieben? Nee, kann ich nicht. Man kann hier sogar was kochen, aber ich habe meine Chips, die... Leute, ich glaube, wir haben Stromausfall. Hat schon wieder jemand seinen Föhn in die... Warum sind wir eigentlich so eine Riesenfamilie? Breaking News, live in 27 Sekunden, okay. Was sind Breaking News, die angekündigt werden? Was ist denn daran Breaking? Na gut, wir gucken gleich Fernsehen. Ah, endlich ein paar Breaking News, auf die man warten muss. Können wir die Katze rauswerfen? Die Katze hat mich Oh, Breaking News! Oh, Notfallübertragung. Oh. The Purge hat begonnen. Bösewichte zerstören Roblox-Spiele. Nein! Sie sind extrem gefährlich. Haltet die Türen und Fenster geschlossen. Deren Anführer ist Scary Larry. Scary Larry, stell dir vor, du bist Scary Larry. If you try to fight him, you will be defeated. Okay, dann sollten wir nicht gegen ihn kämpfen. Ich mach mal kurz die Tür zu. Hoffentlich nichts, worüber man sich Sorgen machen muss, ja? Kann ich... Es ist Schlafenszeit. Ja, komm, wir gehen zur Schlafenszeit. Ich meine, so viel Schlimmes würde ja jetzt wohl nicht passieren, wenn hier Scary Larry unterwegs ist. Was soll der denn von uns wollen? Komm, wir legen uns ins Bett. Oh, ist was Neues in der Schublade? Nee. Ah, gute Nacht. Ich wünschte, ich könnte Russisch. Aber ich kann's nicht mehr. Ich habe ein Geräusch gehört. Oh, mein Fenster. Mein Fenster! Wir sollten doch die Fenster geschlossen halten. Please, please. Ich beschütze dich. Und ich esse Chips. Wo kam der Typ her? Warum schlägt er meinen Bruder zusammen? Ach, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Hochfahren, mein Laptop ist da. Sie kommen zu uns. Wir dürfen keinen weiteren Angriff zulassen. True, aber ich will warten, bis mein PC hochgefahren ist. Ich will jetzt erstmal Minecraft zocken. Mama, ich will jetzt Minecraft spielen. Was für Holzbretter, was für Anleitung. Ja, klar, kann ich jetzt natürlich alles abriegeln. Aber ich könnte natürlich auch Minecraft spielen. Okay, Keller ist ganz cool so. Wie komme ich hier wieder raus? Passiert noch was im Keller? Ne. Ui. In Minecraft waren komische Sachen. Oh, meine Brüder haben schon die Fenster verbrettert. Ich nehme auch mal ein paar Bretter mit. Komm, wir verbrettern alles. Alle zunageln. Mama, das sollten wir vielleicht auch zubrettern. So. Oh mein Gott. Eine Dose.
Ah, gut. Joe, das hier auch zu brettern. Ah, ich habe keine Bretter mehr. Wir brauchen neue Bretter, Leute. Woher haben wir eigentlich diese ganzen Bretter? Die hatten wir gestern noch nicht. Waren die in den Umzugskartons? Naja. Der Code war auch falsch. Ich finde den Code noch raus. Aber wichtig ist, dass unser Raum hier zugebrettert wird, ne? Weil hier schlafe ich und ich will nicht. Nein, die Bretter sind weg. Du hast einen. Ich weiß, ich habe einen mittelmäßigen Job gemacht. Yeah! Es wird sie ein bisschen abhalten. Was heißt hier mittelmäßig? Also ich finde, ich habe einen töften Job gemacht. Ich würde sagen, es wird wieder Zeit für Happa Happa, oder? Ja, die beiden haben das Haus am meisten beschützt. Das ist schön von euch. Ich bin ein Kind. Ich muss das gar nicht machen. Das ist nicht mein Job. Also, keine Ahnung. Der Fernseher, der geht irgendwie auch nicht mehr an. Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Guten Abend. Wow. Es wurde schnell spät. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was essen, aber hier ist wieder Pizza. Meine Pizza. Gib mir die Pizza. Ich will die Pizza haben. Gib mir die Pizza. Warum habe ich eigentlich meine Tüte Chips nicht mehr? Habe ich die aufgegessen? Die Pizzen haben sich gedreht, aber ich kann sie nicht aufsammeln. Naja. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich glaube, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Das ist einfach so da. Da ist einfach nur eine Lichtquelle eingefügt. Ach, und da sind Leute draußen. Sie sind draußen. Hallo, Leute. Wir müssen hoffen, dass die Holzbretter ausreichen. Die werden nicht ausreichen. Die haben nämlich... Ihr wisst schon, hier so Brechstangen. Wo ist eigentlich der Keller, von dem immer alle reden? Geht in eure Räume und beschützt eure Freunde. Was für beschützen? Wie soll ich die beschützen? Ich bin einfach nur ein Fettsack. Ich kann ja mal gucken, ob in den Schubladen wieder Essen drin ist. Essen. Ach, Mama, Papa, hier ist kein Essen mehr. Mama, Papa, hier ist kein Essen mehr. Oh. Nein! Ich bin nicht in meinem Raum! Du hast Energie verloren, weil du nicht geschlafen hast. Aber ich wollte schlafen. Aber meine ganzen Brüder und Schwestern waren nicht mehr da. Ich nehme eine Rolle, ein bisschen Klopapier mit hier so. Was passiert, wenn ich die Klopapierrolle leer mache? Jimmy ist gestorben. Nein, Papa! Sie haben meinen Vater getötet. Und meine Mama haben sie auch getötet. Warum wurde das Klo zugebrettert? Okay. Oh, hier ist bestimmt noch Essen drin. Mist. Ist bestimmt noch Essen drin, please? Ich brauche Essen. Essen, ja. Oh, nee, Äpfel. Na, wenn es nichts anderes gibt... Du musst essen, was du essen kannst. Oh, ein Cookie. Geld. Die Idioten im pinken Zimmer haben ihre Schubladen nicht geleert. Ah, ich glaube, wir müssen wieder verbrettern, oder? Oder was ist jetzt unsere Aufgabe? Jemand hat ein kaputtes Fenster gefunden. Die Kellertür wurde offen gelassen. Ich denke, ein Räuber ist noch unten. Ja, dann lass den mal holen. Den klopfen wir uns vor. Please. Die hören sich gigantisch an. Ja, komm, lass da runtergehen. Wo ist eigentlich die Kellertür? Oh, was ist das hier hinten? Ist das ein Versteck oder so? Hey! Oh mein Gott! Es ist deren Anführer. Ich habe vergessen, wie er hieß. Aber wirklich, wo ist die Kellertür? Ich bleibe einfach hier. Gibt's eigentlich was zu essen? Ach, da! Guck mal, da ist er ja. Aber der sieht mich doch gar nicht. Ich bin versteckt. Und der soll gefährlich sein. Guck ihn dir mal an. Der trägt eine hübsche Blume auf dem Kopf. Und der ist hinten aufgeschraubt. Den kann man doch abmachen, oder? Ey, ey. Aua, aua! Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich wollte doch... Ach! Ich wollte doch nur gucken, ob ich das Ding auf seinem Rücken aufschrauben kann. Und? Lobby? Respawn? Glücklicher Respawn. Warte auf andere. Klicke hier, um zu würfeln. Keine Kosten. Weapon! Und ich drücke auf Warten auf andere oder so? Willkommen beim Warteplatz. Du kannst hier warten und dein Team treffen, sobald das Spiel beendet ist. Das Spiel wird in schätzungsweise 15 plus Minuten beendet. Oder ich kann zur Lobby gehen. Interessant. Ich bin jetzt ein Geist. Tja, ich habe nicht überlebt. Und woran lag das? Weil sie mir meine Chips weggenommen haben. Naja, dann muss ich wohl zurück in die Lobby. Aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich würde davon gerne mehrere Runden spielen. Das könnte man eigentlich zusammenspielen mit Roblox Felix, Victor, vielleicht sogar Tani, Kringe oder so. Das wäre nämlich ziemlich cool, das mit anderen Leuten noch zu spielen. Ich frage sie mal, schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr das auch gerne sehen würdet. Wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao! Oh, lecker Chips.